Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir sind hier auf dem Stand von Ockel auf der IFA 2017 in Berlin. Und da schauen wir uns vermutlich den kleinsten Windows 10 PC der Welt an. Der ist nur 6 Zoll groß, läuft mit einem Intel Atom X7 Prozessor, der ist sogar ein leistungsfähigerer Prozessor als der im Surface 3, hat 4 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 64 GB oder 128 GB an internen Speicher. Was wir hier vorne haben, das ist ein Full-HD-Display mit 6 Zoll. Das heißt, das Display ist genauso groß wie beim HP Elite X3 oder beim Lumia 1320 oder 1520. Das heißt, es ist eigentlich ein Smartphone-Format. Allerdings haben wir dann hier eine Menge Anschlüsse und ziemlich viel Hardware, die hier reinpassen muss. Und deswegen ist das Ding auch ein bisschen dicker als das Smartphone. Wir haben hier Full-Size-Displayport, Full-Size-HDMI, zweimal USB 3.0, einmal USB-C, ein LAN-Anschluss und hier ist der Ladeanschluss für das Gerät. Es ist ein wirklich cooles Konzept. Es wird auch schon verkauft. Ich glaube, für 599 Euro bekommt man es derzeit. Und es kommt erst auf den Markt in zwei bis drei Wochen. Dann hat man es bereit, denn aktuell wird es noch fertig entwickelt. Das ist auch noch ein Prototyp, der allerdings auch noch nicht ganz fertiggestellt ist. Aber eine sehr finale Einheit, habe ich mir sagen lassen. Ja, das läuft ganz normal mit Windows 10. Das ist hier jetzt auf jeden Fall der Tablet-Modus. Ihr kennt den wahrscheinlich auch selber. Ihr geht hier zu alle Apps, könnt einfach hier durchwischen. Oder ihr schaltet einfach den Tablet-Modus im Info-Center aus und habt dann euren ganz normalen Desktop. Das heißt, dass hier drin in diesem kleinen 6-Zoll-Ding, das kleiner ist als meine Hand, steckt ein volles Windows 10 Desktop-Betriebssystem. Wahlweise läuft hier drin entweder Windows 10 Home oder Windows 10 Pro, je nachdem, ob ihr vom Ockel Series A die teure Variante mit 128 GB und 8 GB Speicher nehmt oder eben die günstigere Variante mit 4 GB und 64 GB. Wir schauen uns einfach mal im Tablet-Modus ein bisschen um. Das ist eigentlich der einzig sinnvolle Bereich, wo man es wirklich nutzen kann. Am Desktop ist es dann ohne Maus und Tastatur doch ein bisschen komplizierter. Und wir schauen uns das Game Asphalt 8 an und wie das hier auf dem Tablet oder auf dem Mini-Tablet läuft. Was wir noch haben, also hier wird es dann immer dünner, das Gerät. Man sieht es hier seitlich. Hier haben wir noch einen Fingerprint-Sensor, Fingerprint-Scanner, womit wir uns dann auch mit Windows Hello einloggen können. Hier haben wir dann noch einen Micro-SD-Karten-Slot und auf der anderen Seite haben wir Lautstärke-Wippen sowie 3,5 mm Klinkenstecker. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. So, ich kann hier Asphalt 8 auf einem Mini-Windows 10-Tablet. Okay, kein Multiplayer, kein Multiplayer. So. Probieren wir das gleich mal aus. Der Prozessor müsste eigentlich leistungsfähig genug sein für die meisten Games aus dem Windows Store, jetzt die meisten kleineren Games aus dem Windows Store. Allerdings haben wir zum Beispiel auf dem Surface 3 auch mal GTA 5 angespielt. Und auch das lief durchaus flüssig, wenn man die Grafikeinstellungen auf das Niedrigste eingestellt hat. Sieht dann nicht sehr ästhetisch aus, aber man konnte damit spielen. Und jetzt kann ich hier wie auf einem Smartphone eigentlich ganz normal spielen. Wir haben hier auch die entsprechenden Sensoren verbaut. Ein bisschen laggy ist es jetzt, aber auch das, man muss sagen, das Gerät ist ein Prototyp und ja. Und das heißt, noch alles ist noch nicht fertiggestellt. Da wird sich noch eine Menge tun bis zum Launch. Okay. So, das war es auch schon vom Gaming. Schauen wir mal noch weiter, was wir doch entdecken können. Das ist einfach ein kleiner Windows 10 PC, das ist das Spannende daran. Ihr könnt den eigentlich in die Hosentasche packen und ich probiere das gleich mal. Das zeigen wir mal her. Rückseite. So, hier ist das Gerät. Packen wir mal rein. So, passt in die Hosentasche wie ein Handy. Ist nicht das Komfortabelste wegen hier diesen Ecken. Aber durchaus ein schönes Produkt und jetzt schauen wir uns mal die Rückseite an, weil die ist auch ziemlich spannend. Dieses Design, diese Rillen hier, die sind nicht ohne Grund da. Und zwar hat sich der Hersteller Ockel hier nämlich auch was überlegt. Und zwar, das ist ein Sternenmuster einerseits und andererseits ist das hier für die Kühlung gedacht. Also das ist ein Aluminiumkörper und der soll auch das Gerät passiv kühlen. Also durchaus interessant. Und jetzt schalten wir das mal wieder ein. Okay, der Fingerprint-Sensor funktioniert wahrscheinlich noch nicht. Und ein Passwort haben wir leider auch nicht. Und deswegen endet unser Video jetzt an dieser Stelle.
Das war es auch schon von mir und vom Ockel Sirius A auf der IFA 2017 in Berlin. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.